Ich sag mal guten Morgen. TV Brasil, vielen Dank. Berlin, live. Was kommt jetzt? Das Hörspiel? Zum Teddybär? Zuhören? Guten Tag. Und das ist das Bike. Da ist noch Platz für Investoren. Nicht nur Liquimolli. Deutsche Börse. XIT. Es wird interessant. Nämlich mal wieder zum Social Walk mit dem Dokuroko-Portal und das. Das war nicht geplant. The Jacksonville Jaguars have. Das war nicht geplant. Ich bin sofort da. Das ist Technik. Vera Birkenbiel. Jetzt haben Sie, ich kann mich erinnern, damals vor 20 Jahren, wo ich so meine ersten Geschichte gemacht habe, in dieser Seminarszene waren Sie schon bereits ein Star und alles hat. Hirnforschung. Ich sage immer, Gehirn von Vorteil. Warum habe ich jetzt hier Adidas, einen goldenen Leoparden, Geparden, schnellstes Landtier der Erde? Das muss doch einen Grund haben, oder? Gehirn einschalten, nachts, wenn alles schläft. Nachdenken. Recherchieren, publizieren. Vera Birkenbiel. Ob das ein Stadt- und oder Staatsoberhaupt überhaupt kapiert? Fragen Sie Freunde von Birkenbiel. Ein Moment. Hirschhausen ist schon vorbei. Der kann aber gleich wieder kommen. Geschaut und alle von Erfurt in den Namen. Geschaut, ich bin viel zu klein zum Hochschauen. Ja, trotzdem hochgeschaut. Ne? Ein Moment. Wir bei Manufaktum sagen ja immer, es gibt sie noch, die guten Dinge. Aber kann man gut eigentlich noch steigern? Ja, immer. Wenn es für alle mit Galacom TV. Wenn es mit Verantwortung gemacht ist, mit Weitsicht und mit Herz. Gut? Ne? Herzlich willkommen, Vera F. Birkenbiel. Dankeschön. Frau Birkenbiel, was hat Sie damals motiviert, das zu tun? Wie kamen Sie drauf, im Gehirn des Menschen herumzuforschen, zumindest von außen her? Naja, ich kam als jemand, der in der Schule Probleme hatte, zunächst einmal an die Thematik heran und habe mich dann in Amerika mit Memotechnik befasst, also 2500. Na, warum macht man das? Weil man das nicht stehen lassen kann. Wenn man nicht gefördert wird, muss man selbst nachdenken, nicht? Herr Polizist, und nicht einfach sagen, hier ist Gewerbepark Süd beim Anruf. Herr Polizist, Sie schreiben auch noch Geschichte. Ich nehme Ihnen die Hauptrolle nicht weg. Wäre da ein Notfall gewesen und Sie verarschen, dann wen denn? Wen verarschen Sie da? Da war jemand nebendran gestanden. Der hat gelacht und sagt gleichzeitig, es ist traurig, wenn man die PEI Ost in Nürnberg anruft und es ist ein Notfall und dann sehen die meine Nummer und sagen Gewerbepark Süd und legen auf. Nur weil man zu genau und gründlich ist und manche sagen, sehen Sie doch bitte nicht so viel. Interessant nicht, aber jetzt zur Gehirnforschung von Vorteil. Auch gut für das Adaptionsgehabe der einzelnen Polizisten. Nicht alle, aber einige. In der Tierschule hat man beschlossen, das Curriculum, der Lehrplan sollte sein, schwimmen, rennen, fliegen und klettern.
Also die Ente war sehr gut im Schwimmen. Aber im Klettern hatte sie Probleme. Und wie schnell ist Chiripaka, Entschuldigung, Schildkröte? Ich musste sie immer nachsitzen und klettern. Sie wurde im Klettern nicht viel besser. Aber im Schwimmen wurde sie immer schlechter, weil sie ja ständig Klettern geübt hat. Das nennt man an seinen Schwächen arbeiten. Dass sie im Schwimmen immer schlechter wurde und nur noch Durchschnitt war, störte keinen, weil es stört in der Schule niemanden, wenn sie Durchschnitt sind. Nur die Ente selber hat es gestört. Für unsere glutenfreien Meisterwerke vertrauen wir auf das Beste von Daniele. Auf seine Entschlossenheit und seine Leidenschaft für Qualität in unserer Filiera. Mit Qualitätsexperten wie Daniele sind wir auch die nächsten 100 Jahre für euch da. In der Tierschule hat man beschlossen, das Curriculum, der Lehrplan sollte sein, Schwimmen, Rennen, Fliegen und Klettern. Also die Ente war sehr gut im Schwimmen. Aber im Klettern hatte sie Probleme. Tja, was macht man dann? Trainieren. Und wenn man Gala.com.tv nicht adaptieren, es hat geklingelt, auch früh um 3. Ich wiederhole, wenn man Gala.com.tv nicht folgen kann, nicht adaptieren kann, dann sollte man, wie laut O-Ton Frau Birkenbiel, was? Ich musste sie immer nachsitzen und klettern üben. Üben. Einfach üben. Es tut gut, Herr Polizist. Denken Sie schneller, als Sie schießen können. Ist immer besser, ist sicherer. Ist es andersherum, ist es gefährlicher. Guten Tag. Sie kennen ein Stehaufmännchen. Sie wissen, dass das Stehaufmännchen aufsteht, weil es unten ein Gewicht hat. Sollte unser Stehaufmännchen krank sein, weil das Gewicht ihm so auf die Seite gerutscht ist, dann wird es ein Liegemännchen werden. Ist klar. Das ist eine Metapher. Ich frage Sie, wo zum Teufel ist Ihre emotionale Heimat? Liegen Sie oder stehen Sie? Sie kennen ein Stehaufmännchen. Das etwas andere Jobben. Jahre alte Technik. Und wir dann drauf gekommen, dass die Gehirnforschung uns erklärt, warum Memotechnik funktioniert. Da kam ich auf die Gehirnforschung, dann bin ich da hängen geblieben und habe dann, was ich Gehirn... Warum gibt es keine Normmenschen? Muss ich da das Anti... plasmatische Reticulum fragen? Oder die einzelne Zelle? Medizin studieren, bevor die Polizei in einer anderen Geschichte, nicht mich betreffend, einen Fall nicht nachvollziehen kann und dann das eigentliche Opfer in Frage stellt und gesundheitlich überprüfen lässt, dass das aber eine Beschädigung der Würde ist, des Menschen, nur weil der Polizist nicht in der Lage ist, einen entsprechenden Ermessungsrahmen erlernt zu haben. Das ist auch Würdeangriff, wenn Polizei nicht entsprechend die Reife erzielt hat. Zum Beispiel, sie soll den Menschen schützen und die Würde. Lädt sie aber dann indirekt die
den Patienten. Oder auch nicht. Zum Patienten gemacht. Beim Gesundheitsamt vor. Oder bei einem anderen Dienst, was mir an das Ohr getragen worden ist von einer Person, agitiert diese Polizistin, der Polizist, den Menschen lebenslang. Das haben die mit mir gemacht, das haben die mit mir gemacht. Und mich haben sie angerufen, wie können wir den Schadenersatz einklagen? Tja, gestohlene Würde, 1 Million entschädigt nicht, 1 Milliarde entschädigt nicht. Guten Tag. Hallo, aufpassen. Wo? In Bayern? Auch. Aber in Deutschland auch. Aber in Deutschland auch. Eigentlich müsste ich so schreien wie Tokyo Hotel Bill Kaulitz. So laut du kannst. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich was passiert, wenn wir Männer und Frauen zusammenbringen. Also wenn wir den PC und den Macintosh miteinander verbinden. Er sagt erstens, bezüglich Moral, Frauen haben positive Einflüsse auf Männer. Wir haben das ja schon immer gewusst, jetzt ist es wissenschaftlich. Diese Moralskala, diese 600 Fragen, die wir ja seit Jahren machen, haben sie also festgestellt, wenn ein Typ zum Beispiel relativ nah am Kriminellen war und 2-3 Jahre später wesentlich besser abgeschnitten hat, dann hat er inzwischen eine nette Partnerin gehabt. Tja, das ist ein bisschen Memotechnik in einer anderen Form vor der Ruhephase. So steuern sie nicht im Tagesbewusstsein, für das Unterbewusstsein, andere Impulse für ihre Synapsen an. Worin unterscheiden sich Optimisten und Pessimisten? Der Pessimist denkt 2-1, der Optimist denkt 2-1. Beim Pessimisten haben wir 2 negative auf einen positiven, im statistischen Schnitt. Beim Optimisten haben wir 2 positive auf einen negativen, im statistischen Schnitt. Sie könnten mal herausbekommen wollen, was Sie denken. Wenn Sie das wissen wollen, Töten, dann können Sie eine Inventur machen, die eine Studentin von ihm erfunden hat, eine ganz einfache Technik. Sie stellen so einen kleinen Timer, sagen wir mal alle 2,5-3 Minuten klingelt der oder piepst der kurz und dann piepst er nachher wieder und wieder. Und Sie gucken fern und lesen und machen, was Sie sonst so machen würden. Und wenn der Timer piepst, dann schreiben Sie einen Gedanken auf. Was in dem Moment gerade im Sinn war, das halten Sie fest. Das schreiben Sie auf. Vielleicht auf kleine Kärtchen, gibt ja heute diese klitzekleinen Kärtchen. Oder fragen Sie mal im Freundeskreis rum, viele Leute haben veraltete Visitenkarten im Keller rumliegen, so ganze Stapelweise. Die sind sehr gut geeignet für solche Übungen. Es geht nicht darum, das Potenzial zu entdecken, wo du denkst, das steckt in dir. Es geht darum, das Potenzial zu entdecken, wofür du eventuell auf dieser Erde gerade bist. Und deswegen sage ich, dass ich nicht mehr denke, dass es meine Wahl war. Der Frage befasst, ob Beten Sinn hat. Man hat zum Beispiel schwer herzkranke Patienten, die irgendeine Operation durchlaufen müssen, Bypass oder sowas. 300 ungefähr, nein, fast 400, in 2 Gruppen eingeteilt. Für die eine Gruppe wurde gebetet, für die andere nicht. Die Gebeteten wurden von 5-7 Personen gebetet.
Und die anderen hatten sicherlich auch Familienangehörige oder so, aber das war in der zweiten Gruppe ja dasselbe. Es sind bahnbrechende Dinge dabei herausgekommen. Gewisse Prozesse, die normalerweise ablaufen, wo man den Leuten vielleicht dann so eine künstliche Luftader legen muss oder irgend sowas, diese Komplikationen traten bei der Gruppe, für die gebetet wurde, überhaupt nicht ein. Viel weniger Komplikationen, viel weniger Medikamente wurden gebraucht, die Leute waren früher wieder auf und früher gesund. Also es nähert sich langsam aber sicher, auch durch wissenschaftliche Daten, der Verdacht sehr stark, dass der Geist die Grundlage sein könnte. In Harmonie sie sind mit ihrem wahren eigentlichen Wesen, desto mehr passiert das, was sie nicht sind. Das heißt, Chancen kommen ihres Weges, günstige Gelegenheiten kommen ihres Weges, sie treffen die richtigen Leute, sie haben plötzlich Glück. Das Universum, oder wenn wir nur unsere Welt nehmen, ist ein Ausbund an Reichtum. Wo Sie hinschauen, Pflanzenwelt und so weiter. Es ist eine unerhörte Fülle da. Man hat uns eingeredet, dass alles knapp ist. So sind wir immer atemlos, irgendetwas nachzujagen, was knapp ist. Treibstoff und Glauben Sie, wie das Fehler... Die Angst vor Fehlern, in sie hineingekommen ist, die hat nichts mit Angeboren zu tun. Ein Trainerkollege, ein gewisser Roland Spinola, macht manchmal ein Experiment. In Sälen, so diese Größenordnung. Dann sagt er, er braucht zwei Freiwillige, einen Herrn, eine Dame. Man dauert lang, jeder hofft, dass er in seine Richtung guckt. Die Leute zücken sich zusammen und putzen sich die Nase und so weiter. Und endlich haben wir dann einen Herrn, eine Dame da, da hat er zwei Stühle, dann dürfen sie sich kurz hinsetzen. Und dann sagt er, gut, mehr brauche ich nicht, war wunderbar, vielen Dank, großer Applaus, und dann setzen sie sich ganz... Tja. Warum mache ich das? Filmbike. Weil ich Zeichen setze. Wer anders auffällt, schafft Reize, nicht nur für Kita-Betroffene, damit diese Täter definitiv juristisch kaltgestellt werden, dass die Gesellschaft, die ja so toll erzogen ist, mit Teddybären und gepaarten Leoparden, mit Top Spirits, Emotionen, tierischen Emotionen, natürlichen Emotionen, Wind, Wasser, Feuer, Wasser, Luft und Wasser. Jetzt habe ich zweimal Wasser gesagt. Ich weiß, was ich gesagt habe. Einfach nachhören. Warum zeichnet er so auf? Wenn Sie das wissen, einfach, ich habe die E-Mails gesagt, ich kann eine wiederholen, tvgana.com@gmail.com, mir schreiben. Haben Sie eine Idee? Ebenso, wir schreiben. Es wird interessant. Es wird sehr interessant. Es wird sehr interessant. Alles Bio oder was? Es wird sehr interessant. Zeichen setzen. Der Geist ist frei. Noch.
setzt er so lange aus? Wir haben doch keine Zeit. Nehmen Sie sich diese Zeit. Nehmen Sie sich diese Zeit nicht. Dann kommt der Notarzt. Und dann wird Ihnen diese Zeit genommen, damit Sie sich wiederfinden können. Also was ist einfacher? Nehmen Sie sich die Zeit freiwillig oder der Notarzt holt dann die Zeit auf der Intensivstation. Und er kommt nicht in der nächsten Minute zur Visite. Vielleicht am nächsten Tag. Sie verstehen? Nachdenken. Atmung. Nase ein, Mund aus, runterfahren. Stretchen. Stretching. Fußwippen. Spazieren gehen, etc. pp. Und natürlich Zwiebeltee trinken. Oder zum Beispiel Johannisbeersaft trinken. Ohne Zucker, wohlbemerkt. Der weiße Tod. Also, es gibt so viele Möglichkeiten. All in. Und deswegen Zeichen setzen. Mein Beileid, Herrn Herbert Heiner. Viel Kraft. Alles Gute. Ex-CAO. All in. Adidas. Sie werden von mir garantiert noch so einiges hören. Ich habe jetzt bewusst anders aufgesagt. Nachts, wenn alles schläft. Sie verstehen. Zeichen setzen. Jetzt. Rights Life. Ein Moment bitte. Ich habe keine Zeit. Warum spricht er nicht? Weil er das gesucht hat. Mach den Mund auf. Zivilcourage. Guten Tag. Wenn der Schäferhund bellt oder der Gepard beißt. Das heißt, Alarmstufe. Dunkelrot. Hilfe. Der denkt anders. Muss der zum Arzt? Nein, Sie sollten Vera Birkenbiel bei YouTube anklingen. Einfach anklingen. Wissen Sie, was das heißt? Anklicken. Und dann nachdenken, warum hat sie so viele Bücher geschrieben? Weil so viele Brains, Gehirne schlafen, träge sind. Und deswegen brauchen wir All in Adidas. Caracom.tv. Ciao, ciao, ciao. Bis bald.